wie konnte innerhalb von 3 Stunden aus, wir fahren entspannt an Gardasee und machen ein bisschen Wellnessurlaub 3 Tage, schon wieder sowas werden wie, wir pennen in der W222 S-Klasse auf dem Hotelparkplatz. Max. Mir fehlen die Worte. Wir sind gestern irgendwie so um 3 Uhr nachts hier angekommen und hatten halt vorab kein Hotel gebucht und dadurch, dass bei Booking man dann schon nicht mehr den Tag anwählen konnte, also Freitag, sondern Samstag, und wir kein Hotel gefunden haben, was irgendwie 24-Stunden-Rezeption hatte, haben wir jetzt ernsthaft die 3 Stunden in dieser Karre verbracht. Leute, es ist wirklich nicht zu fassen. Ich bin wirklich eigentlich ein Freund von im Auto schlafen, aber selbst Max, der sonst extrem überzeugt ist von seinem neuen Kfz, scheint irgendwie nicht so gut gepennt zu haben, oder? Komischerweise ging mein Sitz nicht richtig runter und das war irgendwie nicht so cool. Ich schlafe eigentlich ganz gerne im Auto. Auch gerade die S-Klasse ist natürlich mit ihrem nicht nur modernen, schönen Design und Ambiente, das hier eigentlich natürlich zum Verweilen einlädt und den hochqualitativen Ledersitzen. Aber ohne Decke und mit Pedalen im Fußraum ist es halt irgendwie dann doch nicht so geil. Max, was ist jetzt dein Plan da hinten? Ich gebe hinten jetzt nochmal eine Chance, weil wir saßen ja auf den Dingern und man hinten nicht irgendwie sich gemütlich machen kann. Mhm. Weil wenn wir erst um 16 Uhr, das hast du vielleicht auch noch nicht gesagt, in die neue Butze kommen. Ich habe letzte Nacht 3,5 Stunden gepennt. Ich habe diese Nacht 2 Stunden. 2,5. Sehr entspannend, ersten Tag im Urlaub. Können wir uns eigentlich gleich direkt von 10 bis 16 Uhr da vorne ans Wasser, ans Café setzen und uns ein paar Cappuccino und Pizzi reinzimmern? Am Arsch, Alter. Aber ey, wir haben immerhin den besten Ausblick. Welches Hotelzimmer hat so einen Ausblick, Freunde? Es ist doch wirklich nicht zu fassen. Vanquish S. Was eine hässliche Möhre. Ich glaube, wir können nicht einfach mal normal irgendwas machen. Du sitzt doch da komplett, Digga. Ja, ich sitze auch. So es geht auch nicht weiter nach hinten hier. Ich habe wenigstens ein Kissen, Mann, vorne. Das wäre jetzt auf einmal diese Mecker-Kommentare vorwegnehmen. Es wäre ja auch alles doppelt so geil, wenn wir einfach so ein schönes Deckchen. Ja, ist so, ist so, ist so. Das wäre auch alles prima. Wir sind ja wirklich keine Jammer-Menschen jetzt hier. Wie oft haben wir schon im Auto gepennt? Aber wirklich ohne Decke und ohne Kissen ist wirklich Krise hier. Bella Italia, ne? Dress to impress. Sparkle the bitch's interest. So Max, was machen wir heute? Bisschen shoppen gehen in Milano? Ja, wir haben auf jeden Fall festgestellt. Oder wie heißt die City hier? Verona. 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 Verona, Madrid, aber Barcelona, Hauptsache Italien. Ne? Saint-Tropez ist auch irgendwo nur Spanien. Wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass wir aussehen wie die letzten Penner mit unseren 5 Euro Jogginghosen oder in deinem Fall 55 Euro. Mein Lieber, das 10% ist Value-Qualität. Max 10 sparen auf alle Value-Produkte. Also man muss wirklich einfach sagen, dass die Italiener, die sind schon ein bisschen schicker angezogen, so, ne? Ein bisschen feiner. Wir sind jetzt eben ungeduscht mit ungeputzten Zehen in Jogginghose in ein Restaurant gegangen, um irgendwie zu frühstücken. Und da hat man sich dann schon ein bisschen, da wurde man schon ein bisschen komisch beäugt. Das wollen wir jetzt ändern, weil uns ist die Meinung von den anderen Menschen um uns herum sehr wichtig. Nee, Spaß. Ich habe einfach Bock, jetzt mal ein bisschen Klamottis shoppen zu gehen, weil ich mache das nie. Ich weiß nicht, wie du deine, ja, du trägst deine Klamotten die ganze Zeit, ne? Ich will ja nicht rumlaufen wie der Zara-Lelek. Also nichts gegen Zara. Nee, muss jetzt ja auch irgendwann alles mal zum Auto passen, ne? Ja. Ich meine, irgendwann ist auch die Grenze erreicht. Ach so, stimmt ja, das Auto, das kommt ja auch noch dazu. Ja. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Hallo! Also Max, mach dir bitte gar keinen Stress, ich zahl schon mal. Ich finde, Digi, wir sollten uns auf jeden Fall demnächst mal irgendwo einen niceen Urlaub machen, um uns von den ganzen anstrengenden Geschäftsreisen zu erholen. Ich werde schon rot vor Anstrengungen hier, ne? Das ist schon wieder richtige Arbeit, du.
glaube, die Leute wollen, dass wir irgendwie noch irgendwas an Content bringen vom Trip Max. Sonst beschweren die sich wieder, dass wir da, keine Ahnung, dass wir wieder nichts haben. Kacke. Wollen wir noch mal ein bisschen Luft aus den Reifen lassen oder so? Mal ein Kabel von der Zündspule abziehen, Motorschaden. Das ist gut, dann gibt's eine MKL. Wieder zurückfahren? Leute, ich hasse es, auch wenn ich recht habe, ne? Es ist jedes Jahr das gleiche. Ende März oder im April kommt nochmal der Winter mit voller Kraft zurück. Ich bin hier gerade, ihr habt es bei mir auf Instagram gesehen, das war meine reale Reaktion. Kann das sein schon wieder? Boah, das ist aber geiler Schnee. Das ist richtig perfekt da. Ja Leute, ich wollte eigentlich drüber reden, wie stressig es ist, den GT zu verkaufen, aber den sieht man ja gerade nicht mal. Man kennt das ja, ich meine, man kennt das ja, wenn ich jetzt irgendwie so eine alte S-Klasse, W220 oder W221 oder irgend so ein 5, 10, 20.000 Euro Auto verkaufe, dass die Leute da ankommen, letzte Preis und bla 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 und, oh, und Tausch und dieses ganze nervige Gesülze, aber dass bei einem 90.000 Euro GT das genau der gleiche Spaß ist, das hätte ich wirklich, wirklich nicht gedacht, Freunde, da kommen wirklich Leute an, hast du Interesse an Tausch gegen 2016 C63 Limousine? Nein, habe ich nicht. Also wahrscheinlich wird das genau die Leute gerade ermutigen, trotzdem bei mir in die DMs zu sliden und nervige Anfragen zu stellen. Aber Leute, wenn ihr Interesse habt, dann wendet euch bitte an Enrico. Ich habe nicht umsonst den Verkauf da in Auftrag gegeben. Hagen. Enrico, na? Was läuft, Mann? Der Autohändler. Sag mal, ja, du solltest dich auch um den Verkauf von meinem GT kümmern. Irgendwie die Leute kommen alle bei mir in die Instagram-DMs. Leitest du die an mich weiter oder was? Ja, kann doch auch nichts dafür, wenn du so eine Fame-Bitch bist und den Arschloch nicht kennst. Ja, mein Lieber. Also ich habe da so nervige Sachen schon wieder erlebt. Ich habe Tauschangebote von irgendwelchen M4 und C63 Limo und was weiß ich alles. Ja, alles Content. Kümmer du dich doch mal um die Spinner, wirklich. Ich habe da keinen Bock drauf. Ja, Alter, was soll ich denn machen, wenn die alle dich anschreiben und die alle wissen, dass es dein Auto ist? Ich schicke einfach den Link zur Anzeige jetzt in Zukunft, ne? Wahrscheinlich so. Also ich hätte ja nicht gedacht, dass es so extrem wird, wenn wir das Auto interessieren, dass sie alle dich anschreiben. Ja. Das hat ja eigentlich, wenn man diesen Weg wählt als Kunde, hat man ja wahrscheinlich eher die Intention, sich damit nicht beschäftigen zu wollen. Aber habt ihr denn schon irgendwelche ernsten Anfragen bekommen für das Auto? Ja. Oh, ja, dein LKW, genau. Super. Dein Kind will schon bestens Bescheid. Folgendes, wir haben auf jeden Fall einen Prozentkunden gehabt, der hat sich aber ja offensichtlich auch bei dir gemeldet. Ach, das doppelt sich jetzt auch noch. Die nerven uns beide jetzt. Na, also ich habe zumindest den Eindruck, dass die uns kontaktieren oder dich kontaktieren. Ich meine, letzten Endes ist halt der Bratenbruch ist immer besser. Wahrscheinlich vermuten die, dass wir uns noch was einstecken, aber das ist ja nicht der Fall. Ja. Nee. Also, da kann ich schon verstehen, dass sie vielleicht den Kontakt suchen zum Besitzer. Preis ist fix. Da mir noch ein paar Scheinchen zu sparen sind, aber ich glaube, die Intention hast du ja gar nicht. Jetzt wird es noch einen gewissen Preis damit geben. Nee, habe ich nicht. Deswegen macht das eigentlich keinen Sinn und letzten Endes hast du uns ja damit beauftragt, dass wir uns darum kümmern sollen und ja. Wenn die sich bei dir alle melden, ja, dann kann das entweder mit dir was zu tun haben oder das halt geht, wie ist, dass es deine Karre war. Mhm. Oder ist, ne? Schlussendlich wäre es wahrscheinlich dann halt endgültiger, das Ding steht bei uns, dann ist jeden Tag ein Amstel-Tausch, der auf den Tag jemand Auto steht in Dresden. Ja. Ja, also ich habe jetzt am Wochenende einen, der vorbeikommen will oder zwei. Super. Und dann, wenn nicht, dann bringe ich den irgendwie zu euch rum. Ja, also pass auf, wenn das dann erledigt ist am Wochenende, ich gehe davon aus, der Interessent jetzt bei uns gemeldet hat, der macht einen seriösen Eindruck. Mhm. Ich glaube, der meint es auch wirklich ernst, das war kein, ich sag mal, kein Dampflader. Ja, also, was jetzt? Du, ich will dich auch gar nicht weiter stören, wenn du mit deinen Kids da unterwegs bist, alles gut. Nee, alles gut, ich bin wieder auf dem Weg. Wir hören dann wieder, ne? Hagen, danke dir. Okay, mach's gut, danke dir, hau rein, ciao, ciao. Ja, Leute, das ist es. Wie auch immer, Autoverkauf wahrscheinlich immer das Gleiche. Das Gleiche steht mir, oder wahrscheinlich noch wieder schlimmer, steht mir mit der G-Klasse demnächst auch bevor. Die hat ja immer noch den Unfall-Ditcher hier aus dem Rumänien-Urlaub.
Da habe ich eine neue Stoßstange jetzt besorgt und so weiter. Dann müssen wir sehen, dass wir das hier alles irgendwie wieder gerade bekommen. Eigentlich, ich habe ja schon die Räder von Delta bekommen, ne? Und ich habe hier auch noch breitere Kotflügel und so weiter. Muss ich sehen, ob ich diesen Umbau nochmal mache. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr nochmal Bock drauf habt, die G-Klasse in breiter zu sehen, also breitere Kotflügel, Spurplatten nochmal drauf und so weiter. Eigentlich wollten wir mit dem Auto einen Bodylift machen. Ja, das hat terminlich bei Delta leider nicht so in Kram gepasst, wie es abgesprochen war. Ich soll jetzt irgendwie ein Ende August oder so einen Termin haben. Abgesprochen war es fürs März, das ist ein bisschen schade. Aber naja, jetzt in dem Sinne auch gerade bei diesem Wetter das einzige Auto, was ich so überhaupt fahren kann. Ich habe sonst kein Auto, wo irgendwie wintertaugliche Reifen drauf sind. Und auch keine wintertauglichen Klamotten hier. Ich gehe immer wieder rein. Ach, scheiß drauf, Leute. Video ist lang genug. 5 Minuten in der Sonne, 5 Minuten im Schnee müssen reichen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Bei 50.000 Likes hole ich mir einen zweiten Wohnsitz. Entweder am Gardasee oder auf Malle. Muss ich mir noch überlegen. Liebe Grüße an Merck. Liebe Grüße an Enrico. Ach so, und Jungs, macht doch jetzt bitte mal die 200.000 Abos voll. Es ist doch wirklich nicht zu fassen. Einmal hier Abo, Glocke, alles. Ist aber irgendwie auch schön.